Zur Geschichte der Reliquienfährung gibt es Folgendes zu sagen. Die erste Erwähnung haben wir in der Apostelgeschichte, in dem uns erzählt wird, dass die Gläubigen Tücher am Leib des heiligen Paulus berührt haben und die dann als Reliquien bei sich geführt haben. Im dritten Jahrhundert nach Christus gibt es dann die Märtyrer. Man hat immer über einem Märtyrergrab eine Kirche gebaut. Man hat also nie den Märtyrer ausgegraben, sondern man wusste, da liegt einer, man baut die Kirche drüber. Karl der Große wollte für seine Kaiserpfalzen Reliquien haben und hatte die in Rom erbeten. Bis dahin war ja die Reliquienerteilung verboten. Und wir haben dann auch die Unterlagen darüber, dass im 10. Jahrhundert Papst Bonifatius IV. 28 Karren heiliger Leiber aus den Katakomben ins Pantheon übertragen hat. Das Pantheon ist ja Maria und Allerheiligen geweiht und hat somit das Allerheiligenfest begründet, das wir am 1. November feiern. Falsch feiern, würde ich sagen, weil wir gedenken unserer Toten und nicht aller Heiligen. Unsere Toten wären eigentlich, sollte man eigentlich an Allerseelentag gedenken, und dann gerät dieses Fest aller Heiligen leider ein bisschen ins Hintertreffen. Im 1578 brach ein römischer Weinbauer in seinen Weinberg ein und entdeckte dann die damals verschollenen Katakomben wieder. Und da setzte plötzlich ein Import über die Alpen ein. Tausende von heiligen Leibern wurden nach Österreich, nach Schweiz, Tirol und nach Süddeutschland transportiert. In der Barockzeit und in der Renaissancezeit wurden dann diese Reliquiare, die eigentlich bis dahin verschlossen waren, man hat also den Heiligen nicht gesehen, wurden die geöffnet, Glasscheiben angebracht für die Schreine, für die heiligen Leiber, für Reliquienpyramiden. Und man konnte sozusagen dann die Reliquien mit den Augen begreifen. Leider kam dann das Zweite Vatikanische Konzil und dort ist leider dann diese Reliquienverehrung fast abgeschafft worden. Man entfernte heilige Leiber, Reliquienpyramiden aus den Kirchen, man verkaufte sie, man begrub sogar heilige Leiber, um sie loszuwerden. Aber in den letzten Jahren muss ich immer feststellen, durch die Aufträge, die ich von der kirchlichen Seite bekomme, dass eine Reliquienverehrung wieder im Kommen ist. Und somit, ja, werde ich eigentlich nicht arbeitslos.